Herzlich willkommen am Hans-Geiger-Gymnasium. Das hier ist unsere Schule. Und wir möchten Sie jetzt einmal kurz vorstellen. Das ist die Aula. Das ist keine normale Aula, das ist eine ziemlich besondere Aula. Das liegt daran, dass sie sehr offen ist. Dadurch können wir hier nicht nur Veranstaltungen abhalten, sondern auch das alltägliche Schulleben stattfinden lassen. Hier wird zum Beispiel gekickert oder manchmal Tischtennis gespielt. Aber mal ganz ehrlich, was ist eine Aula ohne eine Bühne? Da passiert ja die Kultur. Ich zum Beispiel spiele in der Schulband. Zum Beispiel beim Weihnachtskonzert letzten Jahres, was jedes Jahr stattfindet. Natürlich ist beim Weihnachtskonzert nicht nur die Schulband auf der Bühne, sondern auch sehr viele Chöre und Einzelsänger. Auf einer Bühne gehört aber auch Theater. Und die Oberstufentheater AG der Schule spielt jedes Jahr ein Stück. Zum Beispiel Den nackten Wahnsinn oder Ein Sommernachtstraum. Darling, ich weiß, es klingt albern, aber... Darling, wenn wir nicht ins Bett gehen, werde ich den Speicher ausräumen. Ich kann nicht ins Bett kommen, ich lieber deinem Steuerbescheid bin. Darling, was ist denn das? Sie verdienen nicht hin. Darling, ich komme von diesen Sardinen nicht los. Darling, stell dich nicht so an. Hol aus dem unteren Bad die Flasche, wo Gift draufsteht. Das Zeug frisst sich durch alles durch. Ich habe ja schon gehört, dass man von einem Problem nicht loskommt. Das ist doch einfach idiotisch. Wir sind hier im Infozentrum. Das ist der Arbeitsbereich der Oberstufe. Hier können wir sowohl in unserer Unterrichtszeit als auch außerhalb dieser, in Mittagsfreizeiten, Freistunden und Pausen, in Gruppen und alleine, wie es halt gerade genötigt wird, arbeiten. Wir haben hier den Vorteil, dass wir relativ abgeschirmt sind und so niemanden stören, aber auch nicht gestört werden. Wir arbeiten hier an Projekten, an Referaten, an eigentlich allem, was gerade so anliegt. Aber um ehrlich zu sein, muss man sich manchmal auch einfach entspannen, sich mit Freunden hinsetzen, reden, Karten spielen, gar nichts tun. Schließlich sind wir nicht nur zum Arbeiten und Lernen hier, sondern auch zum Leben. Das Infozentrum bietet hier auch Laptops und allerlei Steckdosen, damit wir unsere eigenen Geräte anschließen können und im Internet recherchieren können, was wir gerade so brauchen. Informationen, Erklärvideos, was auch immer man gerade benötigt. Leider hilft das Internet aber auch nicht immer weiter und deswegen zeige ich euch auch gleich mal die Bibliothek. Hier sind wir in der Bücherei, wo wir eine sehr, sehr große Auswahl an Büchern haben. Sowohl fachliterarisch als auch Entspannungslektüre. Zur Fachliteratur finden wir hier nach Fach und Autor sortiert alles, was man gerade im Unterricht benötigt oder einfach mal wissen will. Von Geografie zu Informatik zu Sport, alles Mögliche. Hier in dem Raum hinter mir finden wir die Entspannungslektüre. Hier sind Fantasy-Romane, Jugendbücher, Krimis, Sachbücher, Mangas. Man hat hier eine sehr große Auswahl an dessen, was man lesen möchte. Und in diesem Bereich finden wir die Fremdsprachen in Form von Lexika, aber auch Romanen auf den verschiedensten Sprachen. Und die Klassiker der höheren Literatur findet man hier auch, direkt im Anschluss.
Ich habe sehr viele Mittagsfreizeiten und Freistunden damit verbracht, mich in den Sessel zu setzen, mich zu entspannen und einfach zu lesen. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Durch dieses Fenster kann man die Mensa sehen, wo sich die meisten Schüler ihr Essen am vorigen Tag bestellt haben. Es gibt vier Gerichte und auch immer etwas Vegetarisches. Da ich allerdings kein Schweinefleisch esse, habe ich mir Hähnchenbrust mit Maisgemüse bestellt. Und dazu noch eine Salatbeilage. Wenn ihr Durst habt, könnt ihr euch noch ein Glas Wasser holen. Und jetzt guten Appetit. Hier befinden wir uns jetzt in der Physik, der Sammlung. Die ist auch ganz und gar neu gemacht worden, genauso wie die anderen unserer Naturwissenschaften. Auch in der Biologie haben wir eine Sammlung. Dort verwenden wir Präparate, Mikroskope oder schauen uns ausgestopfte Tiere an. Unsere Chemiesammlung umfasst Säuren, Laugen, Zucker und alles, was dazu gehört. Ich habe mich aus großem Interesse an erneuerbaren Energien für die Physik entschieden. Dafür braucht man allerdings auch Grundwissen. Normalerweise sind es hier nur die Lehrer, die vorbereiten. Aber auch ich freue mich, wenn ich mal helfen darf. Das hier sind die Physikübungsräume. Komplett neu saniert, neue Technik und ein Smartboard. Frau Bartschak baut mir ein neues Experiment auf. Cool. Hier sind wir im Klassenraum der 5a. Wie in jedem Klassenraum haben wir hier jeder ein Fach, in dem wir die Bücher ablegen können. Außerdem haben die meisten von uns noch einen Spind. Hier haben wir einen Geburtstagskalender, denn meistens singen wir, wenn jemand Geburtstag hat. Hier haben wir eine normale alte Tafel, aber in den meisten Klassenräumen gibt es auch schon Smartboards. Da bald Weihnachten ist, haben wir unseren Klassenraum ein bisschen geschmückt. Das ist unser Stundenplan. Am Montag, Dienstag und Donnerstag haben wir Langtage und bekommen keine Hausaufgaben auf. An den Langtagen haben wir Mittagessen und eine AG. Ich habe zum Beispiel am Montag die AG Kunst, am Dienstag Akrobatik und am Donnerstag Schulgarten. Am Mittwoch und Freitag sind Kurztage. Einmal in der Woche haben wir eine Lesestunde. In der Lesestunde bringen wir jeder ein eigenes Buch mit und lesen da drin. Gleich haben wir Sport und gehen rüber in die Sporthalle.